Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, ihr seht schon, hier unten sind enorm große Ausgaben. 100 Millionen haben wir ausgegeben insgesamt. Das habe ich in der Zwischenzeit gemacht, denn ich habe eigentlich jedes mittelmäßig beschlechte Fahrzeug ausgetauscht. Einfach auch dafür, dass wir sozusagen einfach einen guten Zwischenstand haben an unseren Geräten. Außerdem habe ich die Autobahn umgedreht, da sieht man gut hier. Wenn wir hier hinschauen, sehen wir, dass die Autobahn, irgendwie staut sich's hier, dass die nun richtig ist. Ich habe die einmal komplett umgedreht, da das viele von unseren Problemen löst. Ich starte jetzt auch mal das Spiel. Genau, es sollte eigentlich auch alles weiter gut laufen. Weiß nicht, wieso sich's hier staut, aber okay. Das ist für mich so ein bisschen unerwartet. Warum staut sich's hier? Und warum drehen die um? Ihr sollt nicht umdrehen, ihr sollt weiterfahren. Die wollen... Okay, ja. Aber was man auch hier ganz gut sieht, ist... hier zum Beispiel... Das ganze System ist ein bisschen besser. Jetzt bräuchte man gleich nicht mal mehr einen Kreisel eigentlich. Weil entweder die fahren auf oder die fahren ab. Aber es funktioniert ja immer noch trotzdem sehr, sehr gut. Hier ist natürlich der einzige Scheitelpunkt natürlich, der ja nicht perfekt ist, nennen wir es so. Aber es kann doch nicht immer perfekt sein. So, dann haben... Lol. Die haben mir echt aufgeschüttet deswegen. Das habe ich jetzt nicht so wirklich bemerkt, lol. Hier ist jetzt auch wieder alles umgestellt. Das sieht man auch schön, dass alles ein bisschen anders ist. Ich habe jetzt überlegt, dass wir hier... Ah, dreispurig haben wir hier nicht, ne? Ah, das geht nur, wenn man es so macht. Schade. Aber grundsätzlich ist der Verkehr ja auch schon gut. Die Autos können ab und auffahren. Jetzt wird sich eh nochmal das Ganze auflösen. Außerdem hat sich auch, glaube ich, der Stau hier hinten aufgelöst. Ja, er löst sich gerade bzw. auf, weil halt die jetzt hier nicht mehr da und abbiegen müssen, sondern sie biegen halt hier direkt auf die Autobahn ab. Hier kommt sogar unser ICE wieder vorbei. Servus, na, wie geht's? Und ja, aber so sollte es eigentlich echt gut funktionieren, wenn wir jetzt mal hier vorspulen wie ein Error. Dann sollte das ganze Autobahnsystem echt gut laufen eigentlich. Und wenn wir jetzt hier auch irgendwann mal, wir können mal zur Öllinie gucken. Wenn jetzt hier irgendwo, da kommt der Zug. Hier sind auch neue Züge jetzt eingebaut. Der sollte dann eigentlich hier durchkommen. Da haben wir jetzt eine Siemens-Lok. Die sollte auf jeden Fall gut funktionieren und auch schnell sein. Ich wollte gerade sagen, es sitzt keine mit drin hier, eine, mit so viel Gewerbung drauf. Aber sie hat eine hohe Transportfähigkeit auch. Die Masse ist natürlich auch dementsprechend ein bisschen höher. Sind insgesamt transportiert. Eigentlich müssten wir wahrscheinlich sogar zwei von der hier auf der Linie fahren lassen. Jemand tut hier schon einiges an Öl warten. Das ist schon mal positiv. Wo ist denn der Zug dann hier? Weil den haben wir natürlich auch geupgradet. Auch eine Siemens-Lok. Kann 120 transportieren. Ne, 200. Bedeutet auch einiges, was hier von A nach B kommt. Wie viel Öl warten wir hier? 80, okay. Was mich mal interessieren würde, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Upgrade gab, aber wir können mal gucken, ob es neue Flugzeuge gibt. Dafür schauen wir mal hier hinten an den Flughafen. Oh, aber dafür gibt es hier erhöhten Verkehr, wie es scheint. Von Ding nach... Da wollen sie auf jeden Fall dauernd hin. Von Siegenburg nach Fürst war das hier hinten. War das hier hinten? Ja, Fürst, genau, da wollen viele hinfliegen. Würde ich jetzt nicht so erwarten, aber okay. Ist ein Fürstenau-Flugzeug? Nee. Du bist ein Flug Fürstenau.
Leute, das klappt doch nicht so. Aua. Bist du auch einer? Ja, du bist auch einer. Okay, also es geht sich gut aus. Schauen wir mal in den Hangar, was es für Flugzeuge aktuell gibt. Schauen wir mal rein, Passagier durch. Hm? Bombardier gibt es mit 38 Sitzen. 55 haben die, das sind natürlich die größten noch, glaube ich. Was haben wir denn Cargo-mäßig da? Noch nichts Größeres. Ist das so das Größte, was wir jetzt hier gerade haben? Scheint so. Das nächste Flugzeug hebt jetzt ab. Macht sich auch wieder auf den Weg. Hier kommen die ganze Zeit Flieger und fliegen auch wieder weg. Der ICE scheint hier auch gerade wieder gut zu füllen. Alter, wird richtig Bogenfüll gemacht. Was ich mir gedacht habe, wir können jetzt mal die zwei Städte vielleicht auch mit dem Schnellzug anbinden, sozusagen, ne? Wir haben immerhin vier Spuren. Da könnten wir doch bestimmt einiges machen. Wir müssen eh mit wahrscheinlich allen hier ein bisschen durch auch. Der nächste Zug, ja, im Grunde werden wir eh wahrscheinlich noch zwei Anschlüsse hierhin machen. Und dann einfach vor der Ortschaft hier genau diese Abzweigung nutzen oder dahinter die Abzweigung, um nach Tüblingen in Zukunft fahren zu können auch. Dass wir sozusagen hier auch noch einen Anschluss haben. Und vielleicht von Tüblingen nach Osterbrück und dann runter nach Fürstenau. Was ich gern hier noch machen würde, hier den Bahnhof erweitern und eine S-Bahn hier so ein bisschen kreisen lassen. Damit könnten wir eigentlich anfangen. Es gibt mittlerweile echt schöne S-Bahnen, die wir haben. Ich glaube, die sollte man auch mal verwenden. So. Natürlich bauen wir dementsprechend gleich mal zwei neue Bahngleise. Und dementsprechend wächst auch der Bahnhof. Das ist Güter. Das Problem ist, du hast nicht mehr die alten Möglichkeiten, die Flugzeuge unterwegs zu uns. Wir bauen jetzt hier ein neues Modell an den alten Bahnhof dran. Was natürlich jetzt nicht unbedingt in das System. Ah, ich darf gerade nicht, weil Autosave. So. Verschiedenes ist jetzt. Oh lol. Zumindest in der Mitte nochmal weg. Und schon wieder neue. Oh, what the fuck kommt jetzt alles? Sind es noch größere? Holla, oh, ein Dussler. Ein CD Railjet. Okay. Ich will die Überdachung jetzt hier noch. Das interessiert mich. Warum auch immer der ganze Bahnhof eine Explosion darstellt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber okay. Denn dann musste das jetzt von oben wenigstens gleich ausschauen. Das Gebäude vorne schaut eh noch komisch aus, aber ja. Passagierterminals gibt es auch schon größere. Holy shit. Da gibt es echt große mittlerweile. Huiuiuiuiuiui. Ah genau, die Plattformen. Kriegen das her? Ah da. Auch noch dementsprechend Durchgänge unten. So, das ist auch der neue Bahnhof jetzt. Geupgradet, hier sind noch die großen Schilder, hier sind sie ganz klein mit Nummerierung. So.
Natürlich wird hier auch neben der Standardschiene, die wir jetzt gleich hier verlegen, auch noch eine Verbindung aufs Hauptstreckensystem angesetzt. Aber als erstes, das kennt man ja schon, gibt es hier immer eine Weiche. Eine doppelseitige, die eine Verbindung zum System darstellt. Und dann dahinter kann man höchstens sowas machen. Somit kann man nicht auch jederzeit auf die Spur mal wechseln, wenn es sein muss. Und den Bahnhof benutzen. Machen wir es hier auch nochmal ungefähr so. So, noch eine Schiene. So. Dann kann man auch jederzeit das Gleis wechseln. Perfekt. Und dann wenden wir einfach hier so durch, oder? Müsst ihr da noch irgendwas reinstecken? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte jetzt natürlich auch noch sagen, okay, dann hält der Bahnhof noch hier, aber das ergibt absolut gar keinen Sinn. Gibt hier eine schöne Neigung. Fährt dementsprechend hier lang. Wir müssen dann aber auch hier so drüber, ne? So, dann brauche ich hier Gebäude. Schiene. Gebäude. What the fuck? Ich kann hier 19 machen. Okay. Natürlich die längste Länge gibt es. Hochgeschwindigkeitstyp. Zwei Gleise. Bahnhof hier kommt hier hin in Zukunft. Und dann brauchen wir natürlich wieder Schienen. Aber kann ich das jetzt rein theoretisch hier? Lol, der hat irgendwas auf die See gelabert. Lol. What? Ich höre die ganze Zeit dünn, 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 dünn. Als erstes kommt hier eine moderne Brücke. Zweitens müssen wir ein bisschen höher. Wenn ich hoch genug bin, müssen wir davor schon höher. Weil immerhin muss da auch ein Zug unten, ein Schiff unten durch. Und das wäre blöd, wenn das nicht mehr durchpassen würde. Hier schon von Vorarbeit leisten.
Immer noch nicht weit genug. Ich muss aber noch ein bisschen früher beginnen. Ah, das wird wieder so eine Spielerei. Ich hasse es. Brückentyp. So, und dann tun wir die andere Seite auch noch anschließen. Zack. Schaut, finde ich, ein bisschen ordentlich auf jeden Fall aus wie die alte. Versuchen natürlich die Geschwindigkeit so gut wie möglich hochzuhalten von den Strecken. Aber das wird leider auch nicht wahrscheinlich immer funktionieren. Schauen wir mal, wie gut das hier klappt. Dann können wir rein theoretisch immer hoch, wenn es eine wirklich wichtigere Strecke wird, Highspeed bauen. So. Dann steckt es jetzt auch schon. Unsere erste Strecke nach Wochen. Jetzt kommen natürlich noch Signale. Jetzt kommt hier auch noch ein Signal hin. Überall kommen kleine Signale hin. So. Das bis zum Ende der Strecke. Dann sollte da auf jeden Fall kein Problem aufkreuzen, ne? Anschauen, das sehen wir sogar nicht. Und dann wird dieser Zug hier ganz gemütlich hier rüberfahren. Das tun wir jetzt immer noch vergessen. Und dann tun wir den hier schön anschließen mit einer neuen Busstrecke auch für das Gebiet. Das sollte gut klappen. Danach kommt hier Erlensee. Wir sehen, die haben auch natürlich einen hohen Drang, dass sie wohin wollen. Und ich glaube, wenn wir eine gute Busanbindung machen, sollte das auf jeden Fall auch gut, eine gute Busanbindung, eine gute Zuganbindung. Dann fahren wir nicht hier auch rum, fahren hier auch neben vorbei und werden, wir müssen mal schauen, am besten müssten wir uns eh hier irgendwo in den Bahnhof hinsetzen. Also hier irgendwo das abschneiden zum Beispiel, dann das hier per Straße anbinden, hier drüben, hier den Bahnhof hinsetzen und dann das vielleicht auch irgendwie ein bisschen umbauen. Einfach, oder halt hier das Gebiet aufkaufen. Dass wir hier einen schönen Bahnhof hinsetzen können. Und dann später erweitern wir es nach Greichenfeld oder sowas noch. Osterburg hätten wir hier noch rein theoretisch auch noch zum Anbinden. Aber das kann man rein theoretisch mit der Hauptstrecke noch am Anbinden. Hier über die Mitte zurück nach Siegburg. Von Siegburg aus müssten wir dann rein theoretisch hier drüber auch noch nach Ladenburg und Alm. Also hier gingen noch mindestens 3 Strecken, denke ich, ab. Und wir haben ja aber insgesamt für 4 Strecken Platz. Also, wir haben ein bisschen mehr Platz, aber dann tun wir halt hier noch eine zweite Strecke. Also, eine zweite Strecke geht sowieso hier lang noch. Und dann tun wir halt hier 2 Strecken hin und fährt noch eine von hier, keine Ahnung, hier runter nach Eisfeld oder sowas. Über Rattlingen nach Eisfeld und die andere fährt von Tübingen über Osterbrück hier durch die Schneise durch. Und dann runter nach Fürstenau. Das wird schon irgendwie von Eisfeld, geht es dann hier nach Heldrungen. Das sollte schon irgendwie klappen am Ende, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.